Zuge der fortschreitenden Wechselstromelektrifizierung wuchs bei der CSD der Bedarf nach passenden Lokomotiven. Mitte der 1970er Jahre entstanden so als Weiterentwicklung der S499.0 die robusten Maschinen der Baureihe S499.02. Aus Kostengründen wurde der Lokkasten nicht mehr aus glasfaserverstärktem Kunststoff, sondern konventionell aus Stahl gefertigt. Zwischen 1975 und 1981 wurden 86 Exemplare bei der CSD in Dienst gestellt und sowohl für Güter- als auch Personenzügen eingesetzt. In den 1980er Jahren erhielten einige Lokomotiven moderne Einholm-Stromabnehmer. Ab 1988 erfolgte die Umzeichnung zur Baureihe 242. Nach Auflösung der Tschechoslowakei gingen alle Loks der Reihe S499.02 an die tschechischen Bahnen und sind dort bis heute im Einsatz. Wie beim Vorbild stellt die S499.02 im Modell eine Weiterentwicklung der legendären Laminatka dar und so teilen beide Baureihen auch die erhabene Modellqualität. Deutlich wird dies unter anderem bei den auffälligen durchlaufenden und feingravierten Lüftergittern an der Seite. Die darüber liegenden kleinen Maschinenraumfenster sind perfekt bündig eingesetzt und geben den Blick auf die detaillierte Inneneinrichtung frei. Ein beim Vorbild prägnantes Merkmal ist die Einfassung der Stirnfenster. Im Modell wird diese durch einen separat eingesetzten Rahmen stimmig wiedergegeben. Passend hierzu wurden die neben den Fenstern liegenden Lüftungen als Einzelteile ausgeführt. Besonderes Augenmerk wurde zudem auf die Darstellung des Fahrwerks gelegt. Zwischen den filigran ausgearbeiteten Drehgestellen wurden auch die freistehenden Stangen minutiös nachgebildet. Zur Aufrüstung für die Präsentation in der Vitrine liegen dem Modell Bremsschläuche, Kuppelhaken sowie Heizungsstecker bei. Abgesehen von den optischen Qualitäten weiß das Modell auch technisch zu überzeugen. Unter den Beleuchtungsfunktionen ist besonders die Fahrwerksbeleuchtung mit den filigranen Lampengläsern hervorzuheben. Bei den werkseitig mit einem Pico-Digitaldecoder ausgestatteten Modellen können zudem Beleuchtungen in den Fahrerständen und Instrumententafeln sowie dem Maschinenraum geschaltet werden. Analoge Versionen können dank der PLUX22-Schnittstelle im Handumdrehen für den Digitalbetrieb nachgerüstet werden. Hinzu kommt bei den Varianten mit PSD-XP Sound Decoder mit Pico Train Sound on Board die authentische Wiedergabe der typischen Geräusche des Vorbildes. Mit der S499.02 rollt eine der prägendsten Lokomotiven Tschechiens als formvollendetes Modell auf die Gleise der Nenngröße H0.